Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hunter Station Simulator. Mit dem Gemüse bin ich noch nicht so ganz glücklich. Und ja, erstmal vorab für alle, die am Sonntag auf den Livestream gewartet haben, sorry. Ich habe doch, ja, dann Bellwright gezockt. Habt ihr vielleicht gesehen? Ja, naja, sorry. Zwar hier angekündigt im Vorfolge, aber ja, ich würde halt gerne. Die können einzeln bleiben. Würde ich dann gerne woanders hinsetzen, oder? Ich würde hier nämlich gerne, mal gucken, ob das geht, immer drei Stück dran machen, weil in eine Kiste immer drei Ebenen passen und oh, ne? Das heißt, man könnte mit drei Dingern halt wirklich hier dann eine komplette Kiste füllen. Und dann muss man auch nicht alle 2 Sekunden hier ran. Das finde ich schon mal ganz gut. Mal gucken, ob es passt. Ja, passt sogar. Also die einzelnen da hinten nicht, aber die hier auf jeden Fall. Weiß auch nicht, ob wir das jetzt heute komplett hinkriegen, aber. So. Ein da, zack. Dann haben wir hier die drei. Dann können wir die anderen auf die andere Seite machen. Drei Stück. Dann hätten wir das dementsprechend. Bedeutet, hier könnten wir auch noch einen dritten links hin machen. Dazu dann gleich mehr. Ja, dann hätten wir schon mal ein paar von den fertig von den Feldern, ne, hier. Bedeutet aber auch, dass wir den Komposter wieder füllen sollten. Mal kurz den. Hier einfach das rausnehmen. Ein paar Späne holen. Bevor ich die jetzt gefunden habe hier. Warte immer so rein. So. Wir müssen erstmal das machen, damit die das durch mal loben. Ah. Wollte ich jetzt gar nicht so. Komm mal hier dazwischen. Die Tische nehme ich weiter rüber rücken, aber dann können hier noch mehr hin. Ich brauche ja nur einen schmalen Gang hier zum Durchgehen, ne? Mal schnell durchgehen wollen. Da hinten können wir eventuell noch einzelne machen, wenn wir noch was so einzelne Sachen finden. Bei der Ananas zum Beispiel, und bei der reichen vielleicht auch. Brauchen wir halt viele Kisten. Ne? Na komm. Durch.
das weiter wachsen, weil. Das ist schon mal cool. Dann haben wir die 8 Stück hier. Das heißt, wir müssen auch wieder Holz machen. Ob wir hier drüben auch 3 dran kriegen. Wäre nett. Würde das so aussehen, ne? Könnten wir immer 3 Stück machen. Der Plan. Und hier hätten wir noch einen Gang zu den Bäumen. Ja. Doch, okay, ne? Jetzt würde ich mal eben. Bisschen was an. Genau, hier können wir noch was reinmachen. Einmal hier. Und dann würde ich nämlich einmal hier Holz weiter durcharbeiten. Damit wir hier auch. Dann können wir hier 5 wieder machen. Genau. Und wir haben ja, ich glaube, 8 auf der Seite. Machen wir eben das durch. Wer macht Silber, so wie es aussieht. Ja, der. Robas hat die, glaube ich, ja, im Viereck gestellt. Ich finde das so schöner. Aber das ist halt wirklich das Schöne, dass man hier das nach seinem Empfinden machen kann. Und in einem Spiel wie Jurassic World, wo du wirklich vorgegeben bekommst, wo was hin muss, will ich nicht spielen, weil dann brauche ich kein Spiel machen. Ne? Das ist halt, kann man auch am Handy machen, wo man sagt, jo, die Ressourcen sollen eingegrenzt werden, aber. Selbst da finde ich schöner Spiele, die man selbst entwickeln kann. Ne? Auch noch Wasser machen. Aber denn ein paar Sachen haben wir hier. Und Plastik. Hier weiter Bewässerung machen können. Ne? Holz. Weißes Stück. Wollen wir eben hier hinlegen.
Ist übrigens ein Spiel angezockt, das gefällt mir auch ganz gut. Vergnügungsparkmanagement. Es ist halt nicht grafisch das schönste Spiel, aber von den Möglichkeiten ist schon mal sehr interessant aus. Mal gucken, ob es ein Let's Play wird, wie es bei euch ankommt. Hier schon fast die Dinger, brauchen noch zwei Stück. Wir machen es mal hier. Das drei. Dann machen. Man muss hier wirklich eine Sache nacheinander machen. Auch wenn jetzt oben mehr leer läuft, das ist halt Geld haben wir jetzt gerade. Dann laufen die halt mal durch die Kasse durch. Denke, bei mehr müssen wir auch noch mehr von den Regalen hinstellen. Vielleicht machen wir ein Regal. Jedes mal gucken. Ich hätte gerne Schilder, kleine Schilder, wo ich was dran draufschreiben kann. Das wäre nice. Erstmal die mit. Hier da. Eins, zwei. Nicht durch. Noch warten. Den Baum nehme ich mal weg, dass ich da jetzt einmal machen kann mehr. Dann würde ich nämlich hier machen, ne? Hier. Auch nicht. Wenn wir diese nach hier stellen, dass wir kriegen noch zwei oder drei Reihen dran. Genau, na, vielleicht genau. Drei und dann stellen wir die hin. Dann haben wir immer noch mal zwei Gemüsesorten, die wir stellen können. Wollen das nehmen. Gleich, wenn geht's so sehr schön, war das wieder drin. Ah, sieht man, dass das mit den drei ganz gut klappt. Packen. Sehr gut. Jetzt würde ich die einmal abbauen.
4. Also 5 von Baum war 3, noch, also 1 mehr. Machen wir das mal hier so hin, so 2 dran. Wäre es so. Und so. Ich glaube, der ist zu weit dran, oder? Zurück zum Spiel. So. Okay. Ja, nehmen wir einfach weg. Wenn der einmal gedrückt ist, das haben wir beim letzten Mal gesehen, dann ist es vorbei, ne? Jetzt wollte ich, ne? Also keine Sorge, aber. Ist weiter drüben, jetzt das passt. So, dann könnte man jetzt die. Genau. Ich würde die jetzt schon so hinstellen. Eins, zwei. Warte mal, wir stellen das mittig. Jetzt nicht gemacht, ne? Bin mittig, so. Noch ein. Hier hin. Noch ein dahin. Der ist hier weiter vorne, ne? Richtig stehen. So, dann nehmen wir einmal den raus. Also, zwei von den Baumstämmen, die können wir hier rausnehmen. Hier ist noch dieses Ding. Mal gucken, was wir dafür brauchen. Das haben wir jetzt hier am Anfang gebaut. Es könnte sein, dass es gar nicht so umfangreich ist. Also Stromkabel 4, elektronische Karten 2 und ein Rohr. Ein Rohr. Dann elektronische Karten 2. Kabel, ne? Und Kabel, ja, ist auch nicht die Welt. Ei. Jetzt war ich hier wieder drauf. Zack. Herstellen. Waren 4, ne? Und 2 Aluminium. 4. 1, 2. Und dann noch ein Plastik, okay. Sollte es fertig sein, sehr gut. Und dann haben wir da hinten jetzt 3 Stück. Erstmal gut so, ne? Wir könnten auch hier gucken, ob wir hier nochmal einzeln reinmachen. So gucken, was da kommt, ne? So, die drüben müssen auf jeden Fall schon mal rein. So, zack, zack. Jetzt nochmal ein bisschen. Ja, wo sind die Würfel da? Und große, aber ist egal.
Ist da rein, geht das? Nicht, okay. Jetzt haben wir hier die drei, das ist gut, finde ich. Dann kriegen wir hier so einen richtig schönen großen Platz. Seit Nachbarn, die nur Krach machen. Wir sind zwei Nachbarn, die eingezogen sind, seitdem Katastrophe. Ja, schon mal das machen, dann sind die Dur fertig. Dann können wir nicht alles einsammeln, was geht. Denn nicht. Dann hier hinten. Das Gute ist, es geht ja nicht kaputt, ne, das Zeug, wenn das hier wächst. Müsste ich früher fertig sein, habe ich zuerst bepflanzt hier. Oh, geht auch schon, wenn man das vereiselt. Okay, das sind genau eine Kiste, die drei Stück. Obwohl wir drei rausnehmen für da. Radieschen, ne, würde ich sagen. Ja, komm. Mal kurz Wasser. Das ist, glaube ich, nicht an, ne? Wir wählen Start. Und immer am besten direkt anmachen. Nicht an. Also mir gefällt schon so, wie wir es hier haben jetzt. Und nach jetzt die Entwicklung hier. So, jetzt alle rein, zack. Nur hier alle reinmachen. Läuft das auch wieder sehr schön. Und so hatte ich mir es halt für hier vorgestellt. Ne? Dann machen wir weiter mit den Bienen.
Gefällt mir auf jeden Fall gut. Also, so Inseln wie Bobas gemacht hat, würde ich nicht machen wollen. So, hier hat man das, die Konservensachen. Da hat man die Produktion für die drei Dinge und dann. Weil hier noch Dings herstellen. Ableiten. Wollte ich machen. So, so. Die Rohre muss er herstellen und immer die umgießen machen. Ich glaube, ich mache das schon hier ohne zu. Ist halt die Frage, was wir da hin machen. Ganz gut so. Na, etwa das so. In etwa. Aber 6 mal Wasser, mal gucken, ob wir das hinkriegen. 6 mal 3 sind 18. 3 haben wir. Und 15 brauchen wir noch. Aber so, haben wir Kohle, dann würde ich nämlich das gerne mal da reinschmeißen. Kohle haben wir. Leer, den noch ein. So. Dann haben wir nämlich neuen Kunststoff auch nachproduziert. Dann machen wir jetzt erstmal die 18 Dinger hier nach. Weiß gar nicht, ich glaube, es klappte nicht, ne? Das heißt 18 von den Rohren. Abstellen. Ja.
Willen. Ich glaube, die ging da nicht rein, ne? Bewässerung, die müssen wir, glaube ich, einzeln machen. Jetzt noch drei. Als erstes. So. Wasser müsste noch reichen. Zwei Balken, es dürfte reichen. Noch eine halbe Stunde schon. Nee, noch ein bisschen auf als kleine Entschädigung, dass es keinen Stream am Sonntag gab. Machen wir erstmal weiter. Herstellen. Und. Auch und jetzt haben wir jetzt schön hier Erdbeeren. Ja, am Montag machen wir Center Station, ne? Also Montagabend Center Station. Die Erdbeeren, so machen wir das gleiche hier mit den Trini. Wir haben noch ein paar. So. Jetzt brauchen wir ja immer eine leere Kiste, ne? Den packen wir die dann alle in die Konserven links rein. Ganz gut, glaube ich. Ah. Oh.
Holz wiederholen. Da auch was nachproduzieren, ne? Haben wir oben gar nicht drin. Das können wir ja dann auch machen. Die sind ja hier nicht nur für das da. Die können wir ja dann auch nehmen für oben. Da machen wir nichts auf jeden Fall jetzt. Müssten die Gurken sein. Weiß da mal, glaube ich, ne, haben wir noch nicht durch, okay. Ja, stimmt. Gurken auch fertig. Ich weiß gar nicht, ob Gurken da reingehen in den. Hier rein? Ne, die gehen da nicht rein. Dann packen wir die hier vorne mit rein. Einfach leere Dings haben, ne? Mal. Besserung, damit es auch gleich fertig ist, alles. Dann läuft es eigentlich ganz gut. So, jetzt. Eins. Da sind wir ganz gut vorangekommen, oder? Haben wir hier schon mal erweitert. Mal gucken jetzt, wie das war. Oder noch Holz hinbekommen. Um Erde schon mal rausnehmen hier noch mal die Erde. Hier durch. Rattern. Hier hinten rein. Wollen haben wir schon. 44. So, jetzt haben wir hier die Gurken. Die Gurken haben den Nachteil, dass sie nicht hier in die Maschine gehen. Das heißt, dann müssen wir. Also mir gefällt es auf jeden Fall, ne? Und wenn wir das da hinten noch weitermachen, dann haben wir richtig große Felder. Beete. Felder sind es ja nicht wirklich. Von daher. Und dann können wir immer eine Kiste zack oben auffüllen. Vielleicht machen wir dann oben auch zwei Felder oder so. Dann müssen wir dann einfach mal gucken, was so eine Kiste ausmacht, ne? Die Dinger bauen ist halt auch nicht das Riesenproblem. Müssen halt nur hier jede Menge Bretter machen dann. Das finde ich läuft hier schon mal gut. Im Prinzip läuft hier. Muss zwar laufen, aber. Hat ja die Zeit hier, ne? Zack, ganz vorne. Dann
wird schon wieder Zeit, mich zu verabschieden. Also Montagabend, ich nehme es mir fest, vor Center Station Simulator, abends auf dem Kanal, immer ab 18 Uhr. Bleibt dabei. Und ja, ansonsten gibt es wieder eine Folge am Dienstag um 10. Nächste Woche. Bis dahin.